Na, waren wir zu laut oder was? Ja, ich kann nicht schlafen. Ich bin total aufgeregt. Ja. Oh Gott, ist das nee, krank. Nee, ich bin total aufgeregt, weil morgen ist Sendung neu, weißt du? Und jetzt ist hier, alle Leute sind da, du bist total laut, hell. Die Band spielt hier. Das ist für mich, oder was? Kakao. Okay, krass. Kann ich immer gut von schlafen. Oh Gott, Leute. So, Joko, da erzähl doch mal. Was machst du? Guck mal, da ist ja schon ganz schön spät jetzt. Krieg gar nicht auf. Ja, helf ich dir. Joko, hör mal zu. Mhm. Das ist jetzt ganz schön spät. Eigentlich muss ich hier arbeiten. Mhm. Und jetzt kommst du hier einfach hier so reinmarschiert. Hör mal zu, warte mal. Mir kommst du hier so reinmarschiert. Ne? Mhm. Und dann musst du doch mir auch mal einen guten Grund sagen, was du denn jetzt möchtest von mir. Also, ich lag da hinten in meinem Bett. Ja. Und dann habe ich einfach nur gedacht, das ist doch irgendwie jetzt auch komisch, wenn ich da die ganze Zeit lieg. Ja. Und wenn ich jetzt nicht nach vorne gehe und den Leuten noch mal sage, weil das Ding ist ja, morgen geht die Sendung los. Ja, und morgen kommen Joko und Klaas gegen ProSieben. Ne? Also es ist wirklich, und, wir haben jetzt seit vielen Jahren viele Momente hinter uns, ne? Aber das ist mit Abstand der weirdeste. Der hier oder der morgen? Nee, frage ich dich als Freund. Ja, als Freund muss ich dir sagen, beide. Was ist mit dem Kakao? Den stell ich jetzt zur Seite. Nein, ich möchte Kakao trinken. Glas bitte. Glas bitte. Alter, ja hier. Gib mir einen Kakao. So, bitteschön. Was denn? So, wir können... Warum bist du denn jetzt so aggro? Gar nicht, bin ich überhaupt nicht. Ich kann mit der Situation nicht umgehen. So, wir, also es ist so, also Joko und ich haben immer gesagt, wir haben jetzt so oft gegeneinander immer gekämpft über viele Jahre. Und jetzt irgendwie ist es auch mal gut damit und jetzt haben wir uns mal zusammengetan als richtiges Team und sind gegen unseren Sender angetreten. Und ein Ausschnitt aus dieser Sendung, wie das alles so zusammenkam, das können wir uns jetzt hier mal anschauen. Seit Anbeginn der Zeit gibt es unumstößliche Gesetze auf diesem Planeten. Nichts ist schneller als Licht. Im Radio läuft immer Mark Forster. Und wenn sich Joko Winterscheid und Glashäufer Umlauf begegnen, treten sie gegeneinander an. Tut immer sein, ich hasse mich. 10 lange Jahre machten sie sich das Leben zur Hölle. Brachten sich an ihre Grenzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und weit darüber hinaus. Doch welche Herausforderung bleibt, wenn man sich alles angetan hat? Mund zu nähen, Moor versenken, an Flugzeuge binden. Am Anfang ist das ja ganz spannend, aber wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, dann ist das natürlich auch nur ein Job wie jeder andere auch. Wenn Gewohntes zur Gewohnheit wird. Wecker klingelt, aufstehen, Joko anzünden, Tagesschau, schlafen gehen, man kennt das. Und aus Konkurrenten Kollegen werden. In anderen Firmen heißt es halt guten Morgen, bei uns eben, ich schlag dich tot. Dann ist es an der Zeit, das Undenkbare denkbar zu machen und sich der ultimativen Herausforderung zu stellen. Joko und Klaas. Erstmals in unserer Karriere werden wir zusammenarbeiten dürfen. Müssen. Wir werden uns gegenseitig motivieren, wir werden zusammen lachen, wir werden zusammen weinen. Wenn du noch einmal sagst, dass wir zusammen weinen, dann blase ich die Show ab und zwar direkt jetzt und hier. Wir werden alles zusammen machen, außer weinen. So ist das. Doch wer könnte dieses Duo herausfordern? Wir haben auch kurz überlegt, ob wir um 1 Million gegen irgendeinen marathonlaufenden Astrophysiker mit intakter Familie antreten, aber da verlieren wir ja. Und 1 Million haben wir schon. Wer ist so mächtig, angsteinflößend und bescheuert genug, um es mit den beiden aufzunehmen? Ihr Arbeitgeber. Wir treten gegen ProSieben an. Also ganz am Anfang dachte ich, das ist ja wirklich die dümmste Idee, von der ich jemals gehört habe. Und wie ist jetzt? Ja, jetzt denke ich das immer noch. Wenn ProSieben zum Kampf gegen seine beiden Problemmitarbeiter ruft, steht dem Powersender aus Unterföhring eine Armee von Prominenten zur Seite. Das Entertainment-Schlachtschiff hat enorme Erfahrung mit bescheuerten Wettkämpfen, kann singen, kann modeln, kann Werbung, weiß alles und sendet seit 2010 in HD. Schärfer als die Realität.
Naja, es wird alles krass und so. Aber viel wichtiger, was können wir gewinnen? Meine Million haben wir ja schon. Dem Gewinner winkt eine schlecht sitzende Uniform und ein sinnloser Weltmeistertitel. Geil. Nee, nicht geil. Wenn wir gegen ProSieben gewinnen, dann wollen wir 15 Minuten Sendezeit, in der wir machen können, was wir wollen. 20.15 Uhr live. Und wenn ihr verliert? Wenn wir verlieren, dann stellen wir uns in den Dienst des Senders. Dann könnt ihr mit uns machen, was ihr wollt. Ihr bestimmt, wir führen aus. Deal. 15 Minuten Freiheit oder würdeloser Dienst am Sender. Um diesen Kampf zu gewinnen, muss aus ewigen Rivalen endlich ein Team werden. All das morgen um 20.15 Uhr hier auf ProSieben mit hier Baby Joko. Nee.